In 2 Tagen endet die Begutachtungsfrist für den Regierungsentwurf des neuen Islamgesetzes. Heute hat die Islamische Glaubensgemeinschaft ihre Ablehnung dieses Entwurfs in Wien bekräftigt. Kritisiert wird unter anderem, dass die ausländische Finanzierung der Moscheen und Vereine eingeschränkt werden soll. Auch andere muslimische Organisationen sprechen sich gegen den Entwurf aus und fordern eine Neuüberarbeitung. Andere wiederum sind dafür. Florent Kobler mit den unterschiedlichen Positionen. Nein zum Entwurf des neuen Islamgesetzes. So lautet die Botschaft der Islamischen Glaubensgemeinschaft kurz vor dem Ende der Begutachtungsfrist. Wir finden es also undemokratisch und wir sehen hier zum Beispiel die Gefährdung der Religionsfreiheit in diesem Land. Deutliche Worte findet auch das Netzwerk Muslimische Zivilgesellschaft. Die Muslime und der Islam kennen keine Kirche, die dem Staat untergeordnet ist, und mit diesem Entwurf will der Staat eine Kirche den Muslimen hier aufzwingen. 10.000 Unterschriften gegen den Entwurf hat die muslimische Jugend im Internet gesammelt. Dass das Gesetz abgelehnt worden ist, entspricht der Meinung der Basis. Wir wünschen uns nur, dass alles transparenter abläuft und vor allem in Bezug auf die Jugend. Die Plattform Christen und Muslime fürchtet um den sozialen Zusammenhalt in Österreich. Also uns geht es einerseits darum, ein Gesetz zu schaffen, das im Einvernehmen mit der Islamischen Glaubensgemeinschaft geschaffen wird und das zweitens den Islam gegenüber anderen Religionsgemeinschaften nicht diskriminiert. Wenig Verständnis für Kritik hat die Plattform Liberale Muslime Österreich. Das Islamgesetz für uns ist okay im Sinne der Muslime, ihre Pflichten und ihre Rechte. Und wir verstehen nicht, warum diese Ablehnung von der Islamischen Glaubensgemeinschaft, von den Muslimjugend Österreich, von radikalen islamistischen Vereinen. Das schadet unserer Sicherheit und sozialer Frieden. Auch die alevitische Glaubensgemeinschaft wird im Islamgesetz berücksichtigt. Für sie wäre es in Ordnung, wenn der Entwurf in der jetzigen Form im Parlament beschlossen wird. Vor uns hat die Islamische Glaubensgemeinschaft an den Entwurf mitgearbeitet und wir haben die letzten 1,5 Jahre auf mitgearbeitet. Deswegen stehen wir zu 100% dahinter. Noch bis Freitag können Stellungnahmen eingebracht werden. Dann endet die Begutachtungsfrist. Und aus den Büros der zuständigen Minister Josef Ostermayer und Sebastian Kurz heißt es, man wolle an der Grundausrichtung des Gesetzes festhalten, man bleibe aber im Dialog auch nach Ende der Begutachtungsfrist am Freitag.